Raumfahrt Sojus-Rakete zur ISS aufgebrochen stand, 17.12.2017, 14.09 Uhr Seitenanfang. Eine Sojus-Rakete ist mit einem weltraumerfahrenen Russen und je einem Neuling aus den USA und Japan zur ISS aufgebrochen, 10 Tage früher als geplant. Sie sollen unter anderem Trumps angekündigte Mars-Mission vorbereiten. Von Udo Lilischkis, ARD-Studio Moskau. Sojus-Rakete zur ISS gestartet, Tagesschau 13.15 Uhr, 17.12.2017, Udo Lilischkis, ARD Moskau. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das über Lars-Seni-Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird, sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR-Videoplayer und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das über Lars-Seni-Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitskin oder Overlay. Der Videoplayer wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR-Videoplayers erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital-Rights-Management-Systeme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich. Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten. Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen, insbesondere Urheber-, Medien- oder presserechtlichen Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen.